Und damit herzlich willkommen zurück zu Grimdawn hier bei Explorer LP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir erkunden weiter die Sonnenbann-Oase. Noch ein bisschen die Karte freispielen. Garaus. GG. So. Gehen wir mal schon. Gehen wir zurück. Schön. Ein Portal. Ende der Welt. Liegt ein markierter Stein. Ich habe zwischen den Folgen mal eben schnell die Taschen leer gemacht. Die Gunst der Stunde genutzt. Denn da waren wir schon drin. Aber wir schauen uns erst mal ein bisschen an. Okay. Du da draußen darfst das jetzt gerne durchlesen. Ich scroll langsam runter, du kannst das Video pausieren. Wenn du denn magst. Schauen wir hier oben. Wasser kommen wir ja nicht, ne? Oder? Ja, genau. Warum? Nee. Puck. Da sind wir wieder zu Hause. Okay, aber den kriegen wir hin. Den kleinen Schmierlappen.
Portal war. Lass mich in Ruhe. Ja, ich hab da gar nichts gesagt. Wir kommen jetzt. Achso, wir können eine Quest abgeben. Ja, dann lass das doch mal eben schnell machen. Sogar zwei Quests abgeben. Wie es aussieht. Nee. So, Anorak, ja, dein Bruder ist leider tot. Danke, dass du meine Brüder zurückgebracht hast, was noch von ihnen übrig ist. Freut mich, euch helfen konnte. Ehrlich gesagt, es ist alles sehr seltsam. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie das passiert, diese Sache mit dem Geist. Vermutlich ist es mir egal. Dieses Ding, mein Bruder, es ist immer noch der andere, an der er damals war, als er im Leben war. Ich bin nur froh, dass ich ihn wiedergesehen habe. Was macht Andarans Geist hier? Das fragst du mich? Ich habe keine Ahnung. Ich habe Geschichten gehört von Leuten, die die Toten aufwecken oder uralte Geister beschwören, aber hiervon habe ich noch nie etwas gehört. Als wir ankamen, dachte ich, die Hexen spielen einen grausamen Streich, aber dann tat Aral so, als wäre nichts geschehen. Den beiden beim Streiten zuzusehen, bevor er starb, ist seltsam, um es milde auszudrücken. Das ist bestimmt. Ja, es waren Brüder. Andaran, danke für deine Hilfe. Um ehrlich zu sein, könnte ich mich an diesen Geistzeug gewöhnen. Aral denkt anscheinend, dass es gut fürs Geschäft sein wird, weil ich einfach überall hingehen kann, wo ich möchte. Das sind wohl die Vorteile, ein Geist zu sein. Jedenfalls danke für deine Hilfe. Es tut gut, wieder bei meinen Brüdern zu sein, auch wenn ihr tot seid. Nun, ich fühle mich immer noch nicht sehr tot. Das ist wahrscheinlich das Lustige daran, ein Geist zu sein. Es spielt keine große Rolle, ob man tot ist oder nicht, oder? Ich meine, wer weiß, vielleicht wird man unverwundbar oder sowas. Anorak wird mich jedenfalls sehr bald wieder an die Arbeit schicken. Und woran arbeiten? Nun ja, Anorak möchte nicht, dass wir darüber sprechen. Vermutlich denkt er, dass Leute uns suchen werden, wenn sie es wissen. Aber wir führen hier ein gutes Leben, indem wir den ganzen Kram aus all den Gräbern und Tempeln in der Gegend ausgraben. Besonders seit diese Bande aufgetaucht ist. Offenbar können sie einfach nicht genug von diesem Zeug bekommen. Diese Nika dort drüben im Bismil-Lager hat uns ein kleines Vermögen bezahlt, damit wir kein Wort über die kleine Abmachung mit ihr sagen. Einige Artefakte sollen verloren gehen. Jetzt habe ich wahrscheinlich schon wieder zu viel erzählt, oder? Verrate Anorak nicht, dass wir uns unterhalten haben, okay? Okay. Gut. Portal. Portal. Bisschen ganz rüber, ne? Stellt in den letzten Folgen. Oh, da ist das Portal. Da müssen wir doch hier. Oh. So. Da haben wir die Folge hier angefangen, ne? War das hier? Ich meine schon. Karte frei. Kann man hier ins Wasser? Und hier sind unsere Freunde. War es nicht geplant. Sorry. Nicht eben. Da. Oh, nice. Danke dir. Danke, danke. Durchschlagschaden, physischer Schaden, Durchschlagschaden, Wundschaden, Blutungswiderstand.
So. Kann man denn jetzt hier noch auf die Karte lunchen? Da waren wir schon, da blinkt alles. Ja, dann gehen wir den äußeren Rand entlang. Dann werden wir wohl zwangsläufig auf das nächste Verlies stoßen. Ja, sonst ist ja nichts. Wir sind gerade bei 11 Minuten, ja, dann will ich jetzt nicht um das Verlies. Das ist doof. Ich würde sagen, wir setzen hier ein Portal. Machen wir es mal ganz schlau. So. Erkunden jetzt weiter die Karte in die letzten paar Minuten in der Aufnahme und in der nächsten Folge porte ich mich dann einfach hier hin und dann machen wir das Verlies. Ich meine, das kann ein Mini-Ding sein, das kann aber auch riesig groß sein. Und von daher. Ich würde sagen, ist das die beste Lösung. Wieso kommen wir hier nicht mehr raus? Freunde? Was macht ihr hier eigentlich? Da lang. Da waren wir noch nicht so akkurat. Natürlich alles aufdecken. Jeden Fitzel. Ins Heiligtum haben wir letzte Folge gemacht. Lauf ich richtig. Karte sagt, Explorer, warst brav und artig und hast alles gemacht. Jetzt wird es wahrscheinlich hier weitergehen, ne? Dann decken wir den Teil auch frei. Jetzt eigentlich nur rechts halten. Wächterfifis brauchen wir noch. Sechs Stück an der Zahl, aber die müssten jetzt eigentlich hier auch irgendwo auftauchen.
ist gesackt. Oh, oh. Was sind das, die Wächter? Dachte gerade schon Boss. Nee, was sind die? Okay. Ja, ich mache mir jetzt keine Angst. Die Zeiten sind vorbei. Es fehlen noch drei. Zwei. Einer. Ein einziger. Ah, da. Ah, da. Ah, da sind sie. Aber was anderes haben wir nicht von dir erwartet, ne? Okay, ja, dann das. Das. So. Kiste. Schön. Tüdelü. Das hier. Lähmung. Gift und Säure. Da müssen wir noch ein bisschen pushen. Jetzt. Auf hier zu lesen hier. Und wieder düster. Ja, dann haben wir das doch hier auch schon bravartig beigespielt, oder?
Karte. Hier noch. Da haben wir noch einen Schrein. Wo haben wir denn, nächstes Portal? Ich kann es nicht erkennen. Das ist doof. Ja, dann pass auf, dann machen wir hier einen Cut. Sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann muss ich jetzt wohl gezwungenermaßen leider zum Portal laufen, beziehungsweise zum Dungeon. Dann machen wir in der nächsten Folge den Dungeon, der da war. Und, oder, ja, doch, machen wir so. Oder holen wir den Schrein. Sollen wir den Schrein jetzt noch schnell holen? Ja, komm, der sollte ja hier vorkommen. Machen wir jetzt. Naja, finde ich den wieder nicht und kennst du mich ja. Hier oben. Ein weiter Schrein. Da. Jesus Maria, Widerstand. Gelangstrahlt kommt. Das war's? Dann können wir doch den Turm fertig machen, ne? 16. Gucken, wo wir als nächstes hingehen. Gut, dann machen wir jetzt aber Schluss für heute. Ich danke fürs Zuschauen und wünsche auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst. Und sage Tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.